Hallo und herzlich willkommen zu dieser Radtour von Schmallenberg bis nach Meschede. Ja, alles beginnt erstmal in Meschede, da wir mit dem Fahrradbus bis Schmallenberg fahren wollen. Ja, die guten Fahrbetriebe möchten da immerhin 10,30 Euro pro Person mit Fahrrad. In Rheinland-Pfalz geht das ein paar Euro billiger, genau genommen 2,30 Euro. Ja, und hier seht ihr ein paar Eindrücke am Bahnhof, am Busbahnhof von Meschede. Entschuldigung. Einmal in die Blickrichtung und einmal in die andere. Und hier sind unsere Fahrräder auch schon auf dem Fahrradbus in Richtung Schmallenberg. In Schmallenberg sind wir gerade angekommen und wie ihr seht, das ist unser Startpunkt, weil, ja, mich hatte schon ein wenig der Hunger geplagt, weil wir den Fahrradbus in Meschede um 12 Uhr genommen haben und dann so eine gute Stunde bis Schmallenberg mit dem Fahrradbus unterwegs waren. Das sind so roundabout 30 Kilometer. Tja, und das ist so eigentlich immer in der Regel meine Mittagsessenszeit, also hatte ich schon Hunger. Leider gab es in Schmallenberg nicht viel Auswahl, darum sind wir dann an der Endstation in Schmallenberg ausgestiegen, noch ein Stückchen Richtung Zentrum geradelt. Ja, und dann habe ich dort versucht, irgendwas Essbares aufzutreiben, aber in der Nähe gab es erstmal nichts. Also habe ich mich dann dafür entschieden, ein Eis zu essen und nun sind wir auch schon auf der Fahrradbahntrasse. Auf der Bahntrasse für Fahrräder, genauer gesagt. Ja gut, von Schmallenberg sind es jetzt nun erst einmal 6 Kilometer circa bis Bad Fredeburg. Ja, da wir da schon mal letztes Jahr eine Fahrradtour hingemacht haben, beziehungsweise von Wennemen, das ist so ungefähr 25 Kilometer von Bad Fredeburg Richtung Meschede auf der Bahntrasse. Dort sind wir damals gestartet, also in 2018, und sind dann die 25 Kilometer bis Bad Fredeburg auf der Bahntrasse hinaufgeradelt. Und in Bad Fredeburg habe ich dann zufällig gesehen, gucke mal da, da fährt ja ein Fahrradbus, weil wir dort noch den Birkenstock Outlet Laden besucht haben. Ja, so kann es gehen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist ja toll, wenn es hier einen Fahrradbus gibt, da muss ich doch mal im Netz recherchieren, von wo bis wo der fährt. Ja, und siehe da, dieser Fahrradbus fährt von Meschede, das ist die S90, bis nach Schmallenberg. Ja, und so haben wir denn nun im August, den ersten Sonntag in 2019 im August, diese Fahrradtour gemacht und geplant. Tja, und nun sind wir auf dem Weg Richtung Bad Fredeburg. Ja, meine Hoffnung war nun, da in Schmallenberg nichts geeignetes gefunden habe zum Futtern, dass ich dann in Bad Fredeburg etwas finde. Da wir schon mal da waren, wusste ich ja in etwa, was es dort gibt. Es gibt also dort zumindest eine Pommes frites Bude oder einen Schnellimbiss oder was auch immer. So genau haben wir uns den auch noch nicht angesehen. Der liegt da direkt an der Bahntrasse. Und ja, und dann gibt es noch ein, wenn man einen Schlenker macht, von der Bahntrasse abfährt Richtung Bad Fredeburg Zentrum, dort gibt es noch eine Eisdiele und es gibt auch eine Gaststätte. Ja, beides befindet sich da leider allerdings direkt an der Hauptstraße, die mitten durchgeht, wo man dann auch mit dem Fahrradbus durchkommt. Also wenn man vorhat, die Tour genauso zu machen wie wir, mit dem Fahrradbus zuerst bis Schmallenberg und dann zurück, und ebenfalls irgendwie mal vorhat, eine kleine Pause zu machen, sich einen kleinen Snack oder ein Eis zu gönnen, dann kann man da auf der Hinfahrt aus dem Fahrradbus schon mal bei Bad Fredeburg aus dem Fenster schauen und schon mal schauen, wie es da aussieht. Ja, wie ihr seht, wir sind hier immer noch gut auf der Strecke von Schmallenberg
bis nach Bad Fredeburg. Geht es denn auch kontinuierlich leicht bergan? Ja, man erreicht dann so ein bisschen südöstlich von Bad Fredeburg den Scheitelpunkt in einer langgezogenen Kurve. Ja, und in etwa dort findet man dann auch schon ein bisschen, ein Stückchen vorher, ein Hinweisschild, dass denn da bald eine Imbiss- oder Essensgelegenheit kommt. Jo, wie gesagt, wir haben dann dort etwas gegessen. Was wir hinterher oder später ein bisschen bereut haben. Aber gut, dazu erzähle ich dann später nochmal etwas. Nicht vergessen, es handelt sich hier um ein 360-Grad-Video. Ihr wisst ja, ihr könnt dann die Ansicht frei wählen, mit der Maus aufs Bild klicken und dann die Maus hin und her bewegen. Und dann seht ihr den entsprechenden Bildausschnitt. Ja, hier erreichen wir gerade die besagte Currywurstbude. Da kann man auch schön draußen sitzen. Ja, es ist natürlich immer sonntags so ein kleines bisschen ein Problem, ein entsprechendes Lokalitäten zu finden. Ja, wir sind dann von dort aus noch ein Stückchen weiter runtergefahren, weil von da aus, wie ihr seht, hier an dieser Stelle ist man schnell an dem Kreisverkehr. Von dem aus geht es dann auch relativ gut und schnell in das kleine Zentrum von Bad Fredeburg. Ja, ich hatte euch ja schon angedeutet, wie gesagt, die Eisdiele gibt es dort und dann gibt es auch nennt sich Guntermannsstuben. Ein Lokal oder vielleicht kann man da auch übernachten. Wie gesagt, sonntags ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, obwohl das ja auch ein Bad ist. Aber hier haben wir es dann auch erreicht. Leider war gerade ein Sonderfahrtbus dort, der einen Haufen Leute ausgeladen hatte, beziehungsweise wieder eingeladen hatte, Gott sei Dank. Wir haben dort, wie gesagt, eine Kleinigkeit gegessen. Ja, an der Straße ist es recht laut natürlich, ne? Viele Motorräder und der Abgasmief, naja. Gut, wir haben es geschluckt und sind nun gestärkt und wieder guter Dinge und radeln jetzt wieder zurück Richtung Bahntrasse. Ja, wenn man also, wie gesagt, dann da Richtung Bad Fredeburg Zentrum radelt, geht es dann auch ein bisschen bergauf, aber ich denke mal, ja, das schafft man auch, also selbst mit Kindern oder Ältere, auch ohne E-Antrieb, ist das alles relativ gut zu bewältigen. Ja, man muss natürlich sonntags aufpassen, wie gesagt, viele Motorräder und auch relativ viel Autoverkehr. Ja, wir sind wieder auf der Bahntrasse. Wir radeln, wie gesagt, weiter immer in Richtung Meschede. Von hier ab geht es natürlich auch bergab. Also man braucht kaum treten. Ich denke mal, dass es sich hier durchaus um relativ gut eine gute Steigung handelt. Von ja, vielleicht der annähernd höheren Steigungsprozentzahl, die so für Bahnstrecken ja eigentlich so erlaubt sind oder angedacht waren. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja dann das Bild drehen und ihr seht, dass ich wohl nicht viel trete im Moment oder beziehungsweise ja, es rollt viel von alleine, sagen wir mal so. Ja, okay, das ist natürlich für ältere Menschen oder für Leute mit Kindern sehr angenehm. Deswegen, also die Strecke in diese Richtung ist auf jeden Fall sehr angenehm zu radeln. Ja, ihr seht, die Strecke ist mal ein bisschen offener, ein bisschen bewaldeter. Also es gibt durchaus alles gemischt, ist vertreten. Also an sehr heißen Sommertagen
Wird es auch hier an gewissen Streckenabschnitten durchaus ziemlich gut warm. Ja, aber ihr seht, auch der Belag der Strecke ist sehr gut. Durchaus denke ich auch mal hier für die Fans der kleinen Räder unterwegs, für die Skateboarder und was alles so auf, wir haben immer früher gesagt, Rollschuhrädern unterwegs sein möchte. Also dafür ist es relativ gut geeignet. Ja gut, ich kenne es noch, ich bin ja früher auch Rollschuh gefahren, wenn er natürlich Äste und kleine Steinchen, aber wie gesagt, das hält sich hier durchaus in Grenzen, also man könnte das, könnte ich mir vorstellen, ganz gut hier machen. Ja, nochmal, wie ihr seht, viel Natur natürlich, ne? Und ja, gerade eine Radlergruppe, die relativ professionell aussahen. Ja, also ich würde mal denken, dass hier sicher auch viele unterwegs sind, die den Sauerlandradring machen. Ja, da kann man natürlich beispielsweise in Finnentrop starten und dann hoch bis Eslo radeln. Da kommen wir fast auch gleich nachher noch vorbei, beziehungsweise gibt es auch noch eine Möglichkeit, den Weg abzuwandeln. Aber das erkläre ich euch nachher noch an gegebener Stelle. So, und dann kann man bei Eslo dann hier auf dieses Stück, was wir gerade befahren, Richtung Bad Fredeburg, Schmalenberg und von Schmalenberg wieder runter bis Lennestadt fahren. Genau gesagt, Lennestadt Altenhunden. Und dann unten an der, komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall dann da unten zwischen Lennestadt, Altenhunden und wieder bis nach Finntrop entlang des Flusses radeln. Ja, und ich denke, ja gut, der Sauerlandradring ist natürlich denn roundabout 80 Kilometer lang. Ja, also da an diese Größenordnung habe ich mich so auch noch nicht dran getraut. Also das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer, wenn man dann mal so, wir radeln ja so maximal 40, 50, 60 Kilometer. Jo, dann tut mir auch schon der Popo ganz gut weh. Naja, da muss man dann schon mal öfters Pause machen. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also wie gesagt, Lennestadt Altenhunden dort unten fließt ja die Lenne dann im Grunde genommen weiter. Aber an der Stelle fließt die Hundem in die Lenne. Das ist so ein Stückchen nördlich von Lennestadt Altenhunden. Ja, das nochmal so als kleiner Nachtrag. Ja, es geht ja dort dann, wie gesagt, an diesen beiden Flüssen die Haupt- oder zweigleisige Hauptstrecke entlang, die von Hagen bis nach Siegen führt. Ja, und gut, natürlich kann man dort auch ganz gut dann ein Stückchen mit dem Zug fahren, wer will. Aber ich denke mal, wer den Sauerlandring beradeln möchte, der schafft auch das, denke ich mal. Das Stückchen dann noch von Lennestadt Altenhunden bis nach Finntrop, wenn man denn die Route so radeln möchte. Ja, wie ihr seht, hier ist es gerade mal wieder ein bisschen die Strecke offener, so vom Bewuchs her. Später werden wir auch noch sehen, dass sich die Verantwortlichen für die Strecke auch weiter unterhalb bemühen, auch einige Bäume anzupflanzen, damit die Strecke auch schön beschattet ist, auch im Sommer. Ja, ihr wisst ja alle, die Sommer werden immer heißer, immer länger und ja, Wasserknappheit, ob diese Bäumchen, die da stehen, allerdings dann alle wirklich auch angehen, man wird's sehen. Jo, ach ja, ich wollte noch sagen, in Meschede, das ist natürlich auch ganz gut gewählt von dem Fahrradbusbetreiber. Ich glaube, den Fahrradbus betreibt, glaube ich, die DB.
das ist ja auch nicht ganz schlecht, beziehungsweise ganz prima, weil man, wie gesagt, bis Meschede ja auch ganz gut aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel mit dem Zug anreisen kann und dann ja eben umsteigen kann in den Fahrradbus, lässt sich ganz gemütlich bis Schmalenberg schippern und ja, und dann radelt man ganz gemütlich die Bahntrasse. Ja, hier sind so eine Stelle. Hier kamen übrigens gerade ein paar Flitzer vorbei, also nicht Naked Eyes, diese orange-roten, ja, ich weiß nicht, was das für Dinger sind, wie sie es nennen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das sind Seifenkisten. Naja, aber da werde ich später auch noch was zu erzählen. Die werden wir dann nochmal wieder treffen. Ich weiß nicht, wieso und warum die... Ach ja, ich glaube, die haben unterwegs ein kleines Päuschen gemacht. Und deswegen haben wir die überholt. Richtig, genau. Ich glaube, die werden wir nachher gleich... Das habe ich nur so am Rande wahrgenommen. Da haben die eine kleine Pause gemacht. Ja, wie ihr seht, hier sind neue Bäumchen angepflanzt. Ich glaube, es sind sogar Eichen gewesen. Und tja, ich glaube, wenn ich die Bahntrasse mit in weiteren 10, 20 Jahren, wenn die Bäume endlich mal groß genug sind, schön Schatten spenden, dann werde ich wohl zu alt sein. Dann fahre ich die Strecke höchstens noch im... Ah ja, da habt ihr rechts gerade die Gruppe gesehen mit den Seifenkisten, sage ich jetzt mal, den Orangen. Ja, dann werde ich wahrscheinlich zu alt und klapprig sein und im elektro angetriebenen Rollstuhl sitzen. Aber wer weiß, vielleicht mache ich dann die Strecke mit dem Rollstuhl. Die Elektrotechnik, vor allen Dingen mit den Akkus, geht ja auch immer weiter. Ja, hier gibt es einen kleinen Zickzackkurs und wir sind jetzt hier, wie ihr im Bild seht, in der Mitte an dieser Stelle angelangt. Ich glaube, das Nest heißt Bremke, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, auf jeden Fall kann man hier, wir machen hier einen kleinen Schlenker, eigentlich nicht, wir radeln nicht so, wie es die Beschilderung vorsieht, da links an der blöden Bundesstraße. Hier kommen übrigens, wie gesagt, diese Flitzer nochmal an. Das waren übrigens ein paar Holländer, weil ich hatte die, wie gesagt, da wo die Pause gemacht haben, kurz gegrüßt. Und die grüßten mit sehr holländischem Akzent zurück, sehr freundlich. Ja, wie gesagt, hier wollte ich unseren Alternativschlenker machen. Und da fiel mir doch ein, letztes Jahr beim Recherchieren, dass es hier eine schöne Bäckerei gibt. Und siehe da, die hatte auch sonntags offen. Ja, also nichts wie rein. Und dann habe ich mir da ein paar leckere zwei Stückchen Apfelkuchen geholt. Ja, und die wollen wir denn später schön auf einer schönen schattigen Bank, wollen wir die denn genüsslich vertilgen. Leider ohne Kaffee. Aber gut, wir haben ja immer ein Fläschchen Wasser, Mineralwasser dabei. Ja, wie gesagt, das hier ist jetzt natürlich mein Alternativschlenker, der so ein bisschen parallel zu der blöden B51. Wir sind die damals geradelt und ich fand die nicht sehr schön. Natürlich ist die von der Steigung her angenehmer und man hat natürlich weniger Rollwiderstand. Wie ihr seht, hier ist natürlich ein bisschen Schotter, aber was soll's, wir fahren ja keine Rennbikes und gut, wir haben auch keine Mountainbikes, das sind halt normale Trekking-Stadträder. Aber die stecken das auch ganz gut weg mit den mittelbreiten Rädern, Reifen, alles kein Problem. Ja, wie gesagt, wir sind keine Fans von miefigen Straßen, das wisst ihr ja. Deswegen habe ich mir diesmal ausgedacht und in Komoot nachgeschaut, wie kann man da irgendwie dieses Stückchen anders entlang radeln, und siehe da, ich habe dann halt diesen Weg hier gefunden. Also ich finde den, wie gesagt, sehr deutlich, sehr viel angenehmer, zumal ist es ja auch ein bisschen schattiger und ja, also ihr seht ja, viel mehr Natur, schön ruhig. Keine laute, blöde Straße, kein Mief, kein Gestank. Ja, und deswegen sind wir denn hier lang geradelt. Naja,
Ja, wie ihr seht, es geht natürlich auch mal ein bisschen bergauf oder bergab, aber ich denke mal, okay, selbst Ungeübte, die werden das schaffen. Ihr seht ja, hier fahren auch ein paar Leutchen vorbei mit mit Pedelecs, genauer gesagt. E-Bikes ist ja noch was anderes. Muss man ja immer genau differenzieren. Aber das wisst ihr ja sicher. Jo, und also wie gesagt, ich bin von dieser Alternativroute. Ja, eigentlich sind wir ja sogar ein Stückchen parallel zu der eigentlichen alten Bahntrasse geradelt. Ich weiß auch nicht, warum man die nicht fertiggestellt hat oder beziehungsweise dafür genutzt hat. Aber naja, das erschließt sich mir nicht immer. Und man kennt natürlich nicht immer die Hintergründe, wahrscheinlich wegen der Widmung und wer da die Rechte dran hat. Und dann müssten die Städte oder Gemeinden und Kommunen das wieder irgendwie kaufen. Und dieses ganze Gedöns, dieses mit den Ämtern und tralala, naja. Irgendwas wird da sicher gewesen sein, warum man dieses schöne Stück nicht auch per Bahntrasse zugänglich gemacht hat. Ja gut, weiter unten bei Bremke war natürlich dann auch das Sägewerk. Ja, ihr seht, hier habe ich einen Distelfalter entdeckt. Hier war nämlich übrigens ein sehr, sehr schöner, breiter Wildkräuter-Ackerrandstreifen. Ja, und ihr seht, meine Bemühungen hatten Erfolg. Ich habe diesen schönen Distelfalter dann doch noch scharf und richtig gut erwischt. Ja, bin ich doch mal richtig stolz auf mich. Ja, und wie gesagt, hier gab es dann auch noch einige andere Sachen, Heuwegelchen langsam, zum Fotografieren. Auch dieses Blümchen, aber fragt mich jetzt nicht, wie das heißt. Das andere, wo der Distelfalter dann drauf saß, wie hieß das denn noch gleich? Wiesenwitwenblume. Ja, die ist so ein bisschen bläulich und sieht auch sehr schön aus, ist schön klein. Da habe ich diesen Distelfalter dann richtig schön scharf erwischt noch. Ja, also für die, die es wissen wollen. Ja, wir sind, wie gesagt, ihr seht jetzt hier oben, die Alternativroute ist ja rot eingezeichnet. Und dort oben hier an dieser Stelle stoßen wir jetzt wieder auf die Bahntrasse. Ja, und es war richtig schön angenehm. Ihr seht ja, wir haben richtig toll was erlebt, beziehungsweise dort gesehen. Natur, schöne Ackerstreifen mit Wildblumen und Kräutern. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube hier in etwa irgendwo müsste auch die Stelle sein, wo an und für sich die Bahntrasse auch einen Abzweig hatte. Und zwar dann in Richtung Eslohe. Schade, dass man hier diesen Abzweig nicht mehr oder nicht oder noch nicht. Vielleicht will man das ja auch nochmal irgendwann als Bahntrasse direkt als Abzweig zugänglich machen, um dann auch von Meschede aus einen Abzweig zu haben in Richtung Sauerlandradring, der dann eben halt direkt Richtung über Eslohe führen kann. Ja, das wäre natürlich sehr schön, sehr wünschenswert, aber ihr wisst ja, ja, man darf sich ja mal was wünschen. Übrigens käme man dann auch direkt dort an dem Museum raus. Das ist dieses Dampflandleute-Museum in Eslohe. Ja, da scheint sich wohl, beziehungsweise gab es wohl dann auch einen Bahnhof ehemals. Und wie gesagt, das war so hier die Strecke an der Stelle, wo es den Abzweig gab. Ja, jetzt nähern wir uns, wie heißt das Nestchen hier? Entschuldigung, dass ich das mal so sage. Wenholthausen oder wie heißt es hier? Ja, Wenholthausen, genau. Ja, Wenholthausen, von dort aus haben wir, wie gesagt, letztes Jahr
die erste Testtour gemacht. Da war es ja in 2018 so heiß, der Sommer. Und da hatten wir dann überlegt, ach komm, lass uns doch mal ins Sauerland fahren. Und da ist es immer so 3-4 Grad kühler als am Rhein und da kann man sicher schön radeln. Ja, hier ist übrigens die Stelle, ja, hier wollen wir dann auch unseren leckeren Kuchen essen. Und ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, ja, hier seht ihr jetzt diese Tafel mit dem kulinarischen Dorf, wo ich dann gesagt habe, okay, hätte man das gewusst, dass es dort so viele leckere Sachen gibt, Lokalitäten, dann wären wir doch lieber bis hierhin gefahren und hätten uns das mal angeschaut, was es da so schönes, leckeres alles gibt. Naja, gut. Also wie gesagt, dies als kleiner Tipp für die Leute, die hier auf dem Stück unterwegs sein werden wollen, tun. Vielleicht könnt ihr das ja mal dann testen und mir mal unter YouTube eine kleine Bemerkung schreiben, was ihr da getestet habt oder gegessen habt, wäre mal interessant. Ob es gut war, ob es schlecht war, was auch immer. Gut, wir haben unsere 2 Stückchen Kuchen gegessen, die übrigens sehr lecker waren und sind jetzt weiter in Richtung Meschede auf der Bahntrasse unterwegs. Also was ich natürlich an der Bahntrasse hier sehr toll finde, ist, dass man die wirklich, man fährt wirklich zu über 90%, also ich würde fast sagen fast 100%, wirklich auf der Bahntrasse. Also gut, wie gesagt, bis auf das kleine Stückchen da, wo die Bäckerei war, wo wir die Kuchenstückchen gekauft haben, da muss man ein Stückchen an der B51 und an der L sowieso ein Stück lang fahren. Gut, dann sind es halt nicht genau 100%, aber das finde ich einfach immer so genial, ne? Also wenn so eine alte Bahntrasse dann auch wirklich fast zu 100% wirklich als Fahrradweg umgewidmet ist. Ja gut, ihr kennt ja auch einige andere Videos von mir. An dieser Stelle natürlich ein bisschen Reklame für meine anderen Videos. Ach so, ja, hier diese Stelle, hier mit diesen Pfeilern, das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Da war nämlich oben, wo, bevor die Pfeiler so anfingen, ein Hinweisschild, bitte absteigen. Also vielleicht, also ich habe meine Frau gefragt, hast du die Stelle gesehen? Sie sagte ja. Ich sage, was hast du denn was von diesem Schild gehalten? Ja, nichts. Das ist bestimmt übrig geblieben. Vielleicht ist die Stelle mal neu gemacht worden oder vielleicht war die sehr unfallträchtig. Ja, es gibt auch immer wieder unterwegs sehr tolle historische Hinweisschilder von der Strecke. Hier ist jetzt auch mal eins. Finde ich ganz toll, weil ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe in irgendeinem anderen Fahrradvideo von mir. Ich bin ja durchaus ein sehr angetaner Eisenbahn-Fan, also... Gut, jetzt muss ich mich vielleicht auch mal ein bisschen outen. Ich spiele auch gerne mit der Eisenbahn. Ich bin mit Eisenbahn groß geworden, mit Modelleisenbahn. Und ich fahre auch ganz gerne mal mit einer Museumszugsbahn, also mit richtigem Echtdampf. Ja, hier mal wieder noch ein paar Bäumchen. Ich hoffe, die überstehen alle den ganzen trockenen Sommer, sodass meine Kinder und meine Enkel hier diese Bahntrasse dann auch irgendwann mal, wenn es denn immer mehr heiße Sommer gibt, dann im schönen Schatten radeln können. Ja, hier auch nochmal wieder ein... Ja, es gibt immer ein paar sehr schöne Kräuter zu fotografieren. Das war übrigens diese Moschusmalve. Ja, ich muss immer meine Frau fragen. Fragt mich nicht, ne? Also ich bin da nicht so der Kenner. Aber ich finde es immer wieder interessant. Leider kann ich es mir auch nicht immer so merken mit den ganzen, ja, mit den ganzen tollen Pflänzchen da. Aber ja, gut. Ich finde es immer toll, wenn ich sehe, was denn da so alles blüht. Ja, wie gesagt, die Strecke hier von Bremke
bis runter nach Meschede geht hier natürlich entlang parallel der Wenne. Dieses kleine Flüsschen. Ja, natürlich sind die Bahnstrecken früher oft entlang oder parallel von irgendwelchen Flüssen und Flüsschen gebaut worden, weil das bietet sich ja an, weil die haben sich ja alle relativ den Weg gebahnt, um möglichst, ja, wenn es nicht gerade einen Wasserfall gibt, relativ gemächlich die Berge hinab runter zu fließen. Na gut, es gibt natürlich auch viele Steilbäche oder Treller da etc., wisst ihr selbst auch. Aber ja gut, die Wenne ist natürlich jetzt ein Flüsschen, was relativ gemütlich hier flussabwärts geht. Und deswegen hat sich wohl damals beim Bau auch der Strecke das hier durch das Wennetal angeboten. ja, bevor ich es vergesse, ich weiß gar nicht, ob wir da schon dran vorbeigekommen sind. Irgendwie gab es hier auch ein Schulprojekt mit einer Naturwiese. Wer also mit Kindern unterwegs ist, der sollte da sicher mal Halt machen und das den Kindern nahe bringen. Fände ich ganz toll. Ja, die Kühe rechts und links, Pferde haben wir auch gesehen. Die haben sich natürlich hier heute, obwohl es so roundabout nur, ich glaube, so 25, 26 Grad waren, dann doch auch ein schattiges Plätzchen gesucht. Und das finde ich immer so ganz toll und ganz nett, wenn die denn auch ein paar Bäume und Sträucher haben und irgendwo ein Bach noch dort auf der Weide vorbeifließt, sodass die sich da auch mal ein bisschen Wasser tanken können. Ja, ich sehe gerade, wir sind jetzt hier am Ende der Bahntrasse. Ja, hier ist denn natürlich mal der ehemalige Abzweig gewesen, der unten von der Bahnstrecke natürlich war. Und ja, ich guck gerade mal, das ist hier wahrscheinlich dann noch ein Ortsteil von Meschede, nehme ich mal an. Und ja, wie ihr gesehen habt, ich lese gerade hier im parallel auf der Google Maps Karte Wennemer. Also ob der Ortsteil jetzt hier Wennemer heißt oder wie auch immer, ich kann es jetzt nicht wirklich genau sagen. Aber wie gesagt, da wo die Bahntrasse endet, habt ihr sicher kurz gesehen oder ihr könnt es euch ja auch nochmal anschauen, gibt es einen schönen Parkplatz, also da könnt ihr sehr gut parken, wenn ihr denn die Beradelung der Bahntrasse von dort aus starten wollt. Ja, wir sind jetzt hier weiter unterwegs. Ich glaube, das ist jetzt auch immer noch ausgewiesener Fahrradweg. Ich gucke da nicht immer drauf. Meine Frau guckt da schon eher mal immer mal drauf, wenn ich den frage, wo geht's denn lang? Weil ich, wie gesagt, immer, ihr seht's ja, beziehungsweise wenn ihr euch den... Ja, hier wäre jetzt eigentlich noch ein Abzweig gewesen, wo ich noch so einen kleinen Schlenker hätte machen wollen, um mir noch ein Stückchen auf der gleichkommenden Hauptstraße da der L743 Richtung Meschede zu sparen. Aber gut, meine Frau meinte, nee, das wäre jetzt doch ein bisschen zu schotterig und sie hätte da jetzt keinen Bock mehr drauf. Also mussten wir jetzt hier den Anstieg denn doch noch nehmen. Aber okay, wir hatten ja noch genug Akkuladung in unserem Fahrrad. Ja, dort nochmal eine Gesamtübersichtstafel. Wie ihr seht, hier ist ein bisschen fraglich, ob jetzt hier der Radweg ist oder auf der linken Seite. Auf jeden Fall gleich müssen wir auf jeden Fall rüber, weil dann der Radweg wirklich auf der anderen Seite entlang geht. Ich fand es jetzt an dieser Stelle auch nicht ganz so schlimm, neben einer Landstraße zu radeln. Wie ihr seht, hier gibt es einen Grünstreifen zwischen. Da sind auch immer ein paar Bäume
Und also, ich sag mal so, also auch bei sehr, sehr, sehr sonnigem Wetter ist es denn auch erträglich, ne? Also, ja gut, jetzt, ne, am etwas späteren Nachmittag ist es natürlich, es kommt immer darauf an, wie die Sonne gerade steht, aber ihr seht, ne, ab und zu gibt es doch mal einen Schatten. Wir sind ja eigentlich schön Wetterradl, also bei Regen radel ich natürlich nicht so gerne, ist ganz klar, nur wenn ich unbedingt muss und das uns doch mal einen Schauer überraschen sollte. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn irgendwo doch bei solchen hohen Temperaturen schöne schattige Streckenabschnitte sind. Ja, ihr seht, ne, hier wird es jetzt ein bisschen mehr Baum bestanden, ein bisschen kühler, ein bisschen angenehmer, ein bisschen schattiger. Also, wie gesagt, diesen Streckenabschnitt jetzt hier neben der Landstraße, die, es waren jetzt auch nicht wirklich viele Autos unterwegs. Ja, hier sind wir dann auch schon an einer Einmündung, wo wir eigentlich, ich glaube, das war jetzt auch ein Kreisverkehr, wo wir dann eigentlich auch mit dem Auto von der Autobahn durchgefahren sind, von der A46. Ja, die wird ja auch weiter ausgebaut im Aktiv, aktuell oder wie man sagen will, würde. Ich weiß nicht, ich glaube, die wird wohl mal irgendwann weiter bis Brilon gehen, aber naja, ob ich das noch alles so erleben darf. Ja, ja, wir nähern uns jetzt immer mehr Meschede. Wir haben ja, wie gesagt, im Zentrum geparkt, direkt am Bahnhof. Ich glaube, das war sogar ein Aldi-Parkplatz oder Rewe. Ich glaube, beides zusammen. Das sind so, glaube ich, Gemeinschaftsparkplätze und P&R. Was ich ganz toll fand, dass das sonntags da kostenlos war und auch offen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger kleiner Hinweis. ja, und hier ist noch ein kleiner Abzweig. Wer sein Rad tragen kann, der kann dort über die blaue Brücke. Das ist nämlich eigentlich der Zugang zum Mescheder Freibad und Hallenbad, also die dort ist beides. Der kann das dann da ein bisschen abkürzen und gelangt dann da sehr viel schneller zu dem Parkplatz, wo wir geparkt haben. Wir müssen jetzt natürlich einen kleinen Schlenker machen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ist ja heute Sonntag, ist nicht viel los. Ja, ich möchte mich auch schon an dieser Stelle langsam verabschieden von euch. Ich hoffe, die Tour wird euch gefallen und ich wünsche euch natürlich wie immer sehr viel Spaß beim Nachradeln und tschüss.